13 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Kann man da schon zur Meisterschaft jetzt gratulieren? Zähneknirschend, ja. Und, kann man das fast? Natürlich machen wir das nicht, bevor es nicht entschieden ist. Aber an einem Tag wie heute, wo wieder 3 Punkte weggehen und die Art und Weise, wie wir sie haben weggehen lassen und die Art und Weise, wie Leverkusen ihre 3 Punkte gewonnen hat, ja, geben jetzt nicht viel Hoffnung und das ist auch nicht realistisch. Thomas Müller war auch schon hier gesprochen davon, dass es kein Bayern-Spirit war. War ein bisschen verwundert bei so einem Klassiker, dass man so aufläuft. Warst du das auch? Ja, sehr verwundert. Es fühlt sich ein bisschen an, als wären wir zurück auf Start. Ich dachte nicht, dass wir das nochmal haben und erleben, dass wir gar nicht wissen, wie uns das Spiel einfach durch die Hände gleitet und es so schwer fällt, uns aufzulehnen, so schwer fällt, einen Geist, einen Spirit zu entwickeln. Ich dachte, wir hätten das überwunden, vor allem Dingen auch, dass, weil Konkurrenzkampf zurückgekommen ist, weil wir jetzt wenige Wechsel hatten, weil wir gute Ergebnisse hatten. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Wir müssen das heute ja, so hinnehmen. Es ist hart und schwierig hinzunehmen, aber es ist nicht mehr zu ändern. Es hat sich auf jeden Fall so angefühlt, wie Thomas gesagt hat. Nach vorne 13 Punkte Abstand auf Platz 5, 10 Punkte Abstand, also weniger. Morgen kann Stuttgart auf einen Punkt verkürzen. Muss man jetzt da schon ein Auge drauf haben, dass man am Ende nicht Dritter wird? Wir werden alles dafür tun, so viele mögliche Punkte wie möglich zu halten. Ich habe noch nie auf die Tabelle geschaut, wer vor und hinter uns ist. Ich schaue nur darauf, so viele Punkte zu schnappen, daran wird sich nichts ändern. Es gab noch eine Szene, Leroy Sané hat sich nach der Auswechslung so ein bisschen beschwert Richtung Bank, hat dann gegen eine Kiste getreten. Hast du es mitbekommen? Wie empfindest du das? Das ist normal, nicht der Rede wert. Eine sehr kuriose Saison, muss man sagen. Jetzt gibt es sogar Gerüchte, dass dein Vorgänger dein Nachfolger werden könnte, Julian Nagelsmann. Kannst du das vorstellen? Kein Kommentar. Die letzte Frage überlasse ich dem Kollegen Klinger, weil er hat heute seine letzte Sendung. Und der wird sich ja was ums Fußballerische kümmern. Wenn man dann draußen sitzt und merkt, 10. Minute, es klappt nicht, es läuft nicht. Was können Sie dann tatsächlich draußen noch wirklich machen, um das zu ändern? Nicht mehr viel. Wir können natürlich haben eine Verletzungspause genutzt, um mit den Spielern zu sprechen. Wir haben die Halbzeitpause genutzt. Wir haben dann sehr früh 3 neue Spieler gebracht, um komplett neue Energie auch nochmal reinzubringen. Aber es fällt uns immer wieder offensichtlich schwer, die richtige Energie, den richtigen Teamspirit zu entwickeln. Es geht auch extrem viel gegen uns. Wir hatten in der 26. Minute, glaube ich, eine Riesentorchance. Wir haben klares Handspiel, wo der vierte Offizielle zu uns sagt, dass der VAR zu ihm sagt, die Hand war nicht am Ball. Das ist natürlich eine Katastrophenbegründung, wenn man die Bilder anschaut und Mats ja selber zugibt, dass er mit der Hand dran war und das ist ganz offensichtlich ist. Und wir dann vom vierten Offiziellen informiert werden, dass der Keller ihm gesagt hat, die Hand hat nicht den Ball berührt. Dann ist es natürlich schon so, dass auch alles gegen uns läuft, aber gut, es ist müßig darauf rumzureiten. Wir haben am Ende dann alles nach vorne geworfen mit den Einwechslungen und haben aber leider durch einen Konter das zweite Tor gekriegt.